lieben Zuschauer da draußen, mal wieder herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Wo es ja jetzt doch tatsächlich nach wirklich langer Monat, langer Pause weitergeht. Na, auf euren Wünschen vor allem auch, aber auch, weil ihr Ideen gegeben habt. Beim letzten Mal habe ich sehr viel gelabert, sehr viel über eure Ideen geredet, die ihr mir auf meine Anfrage hin geschickt hattet. Und das war auch wichtig, aber jetzt geht's mal ein bisschen weiter ohne blödes Drumherum-Gelabere. Wir haben hier den Alpha gehabt, den wollte ich ja noch ein bisschen fahren. Aber zuerst einmal müssen wir was machen, was mir jetzt gerade wichtig war, weil ich sehe, dass wir in dem Safe Game immer noch mit dem komischen Outfit hier von dem von der Epsilon-Sekte rumlaufen. Das ist ja ganz schick, aber ich finde, wenn wir hier ein bisschen Spaß haben und Autos tunen und so rumfahren, dann sollten wir was Vernünftiges anziehen, ja. Und deswegen gehen wir uns mal schön einen schicken Anzug anziehen oder irgendwas, was schick aussieht. Also fahren wir erstmal nach Hause, beziehungsweise, lasst mich mal überlegen, vielleicht macht es sogar Sinn, dass wir mal einfach zum Klamottenladen fahren. Und dann mal gucken, vielleicht haben die ja auch neue Sachen, wenn nicht, dann schauen wir uns einfach mal um, wir können uns ja auch da umziehen, glaube ich. Schön standesgemäß mit dem Alpha, dicker Wagen. Also ich merke schon, ich weiß jetzt nicht, ob es am Regen liegt oder einfach an dem Wagen, dass der sehr geil ist zum Driften. Der rutscht wunderbar. Es kann natürlich auch echt nur am Regen liegen, das weiß ich jetzt nicht. Ja, der rutscht schön. Also klar, da war jetzt der Verkehr im Weg, aber der rutscht wunderbar schön. So, hier sind wir bei Ponzombies. Mal eben gucken, ob das Auto überhaupt in die Parklücke passt. Das ist so riesig. Das ist ganz schön lang, das Ding, ne? Ja, ich würde sagen, nailed it. Geil eingeparkt hier. So kann man stehen bleiben, schön mit der Schnauze hinten auf die Straße. Wie jeder fährt jemand gegen, hier bezahlt. Na, ist aber auch wieder ein Scheißwetter hier, oder? Ist wieder ein Pissen ohne Ende, du. Ah, schönen guten Tag. Mach doch mal die Tür zu. Na, ihr wollt schon sagen. So, wollen wir mal schauen. Ich glaube, hier waren irgendwo die Anzüge. Anzüge, genau. Können wir uns einfach direkt was Schickes anziehen hier. Gibt es irgendwas Neues? Nö, das haben wir alles, kennen wir alles schon. Also, ich hatte ja normalerweise mal den an, den sandfarbenen, weil ich den einfach sexy fand. Ich muss das sagen, ich glaube, ich finde den immer noch sexy. Wobei das auch nicht schlecht ist. Ich glaube, ich bleibe mal bei dem, der gefällt mir einfach. Den haben wir beim Let's Play oft angehabt. Ist ein schönes Ding. Und dann müssen wir noch eben hier schauen bei den Schuhen, dass wir da was Passendes zu kriegen. Am besten natürlich schwarze Schuhe. Ich glaube, die Oxfords hatte ich sonst ganz gerne mal. Oder hier so schwarze Slipper, ist auch süß. Marineblau, oh, die Marineblauen sehen aber auch nicht schlecht. Das sind natürlich auch die teuersten hier wieder. Ah, nicht ganz, da gibt es noch teurere. Dunkle Schlangenhaut-Slipper. Ja, wir wollen ja nicht nur auf das Geld gucken, sondern auch, wie sie aussehen, ne? Kann man blau... hast es eigentlich... Also eigentlich muss schon schwarz drauf, ne? Wir können natürlich echt die schwarzen Oxfords nehmen. Kann man machen. Das ist jetzt mit den roten Schnürsenkeln nicht so ganz optimal. Aber es geht ja nur darum, dass wir mal irgendwie halbwegs gut gekleidet aussehen. Das war ja wirklich schlimm vorher. Ja, also viele Sachen, haben wir vor, jetzt inzwischen. Ich hätte Lust, dass wir mal nach Hause fahren. Vielleicht Amanda mitnehmen. Dass wir vielleicht, ja, einfach mit dem Wagen sowieso ein bisschen rumfahren. Ey, sowieso geil. Also, mit dem Wagen hier muss ich ja fast nochmal einen Drift-Part machen, ja. Oder zumindest bei Regen, aber man kann ja das Wetter kann man ja cheaten. Also das Wetter kann man ja cheaten, aber das ist natürlich nicht so ganz optimal, weil bei dem Regen sieht man auch nicht viel. Also am liebsten hätte ich diese Drift-Eigenschaften vom Regen tagsüber. Aber der Wagen hier, der ist also wirklich, der rutscht so geil. Ich weiß jetzt, es liegt wahrscheinlich auch zum großen Teil am Regen, ja, okay. Das fühlt sich einfach gerade so cool an hier. Macht einfach Spaß damit zu fahren.
ist natürlich verdammt schnell, das Ding. Schneller, als man meint. Gut, wird ja auch als Sportwagen ausgegeben, ne? Nur, es fährt wirklich rasant, das Ding. Wessen Auto steht da schon wieder in der Garage? Ich würde ja fast vermuten, das ist meins und ich habe das da irgendwann mal hingestellt. Aber das muss tatsächlich jetzt mal da raus. Ich hätte ja gedacht, dass unser Sohn das schon genommen und geschrottet hat, aber es steht immer noch da. Insofern weg mit dem Ding. Das muss ich leider loswerden. Haben wir Haftbomben dabei? Ja, haben wir. Moment, ich zeige euch jetzt mal, wie man ein Auto ganz schnell abwracken kann. Ist wahrscheinlich keine gute Idee, was ich hier mache. Ja gut, davor ist natürlich... So macht man das, pass auf. So, jetzt gehen wir erstmal das Ding in die Garage fahren, damit es auch sicher ist. Nicht, dass wir aus Versehen unser Haus wegsprengen, das wäre nicht so gut. Vielleicht sollte man solche Sachen nicht direkt vor der eigenen Haustür machen, ne? Ich stehe einfach auf diese Hupe. So, das Ding sieht doch noch aus wie neu. Der kleine Kratzer an der Seite, das kommt schon mal vor. Müssen auch dann dringend wieder neue Haftbomben. Ist das Auto jetzt ernsthaft verschwunden? Ist das Auto jetzt ernsthaft weg oder wird es mir noch nicht angezeigt? Das ist tatsächlich ernsthaft weg. Ja gut, so kann man also Haftbomben in der Luft planten, Leute. Jetzt habe ich das auch mal rausgefunden. Nehmt ein Auto, Haftbomben dran, geht in die Garage, das Auto ist weg, die Haftbomben bleiben in der Luft, super. Was ist das denn bitte? Warum verschwindet denn mein Auto einfach? Ja, ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch jetzt mal, wie man ein Auto ganz einfach abwrackt. Ja, so macht man das. Es verschwindet nämlich dann einfach. Na super, ich habe mich auf ein feuriges Spektakel gefreut, aber war wohl nix. Ups. Naja, dann habe ich halt das Auto von Amanda abgewrackt. Schadet auch nix. Die Polizei, die hat eine Meldung von häuslicher Gewalt bekommen. Da sprengt jemand. Hey! Hey, Leute, ganz ruhig. Alles gut. Da draußen im Bullen, ich würde nicht rausgehen. Naja, gut. Dann gehen wir uns mal kurz hinlegen, wenn ich mich in dem Haus noch auskennen würde. Ach ja, da geht's die Treppe. Keiner da, ja, die sind alle rausgelaufen. Panisch. Nur weil ich vor der Haustür ein bisschen gesprengt und gezündelt habe. Dabei kann man das ja schon mal machen, oder? Na, ich wollte jetzt mal die Cops noch eben loswerden, ein bisschen einmal speichern und ja. So, das sind ja die ganzen Safe Games hier. Meine Güte, ich weiß gar nicht mehr. Das letzte, ja gut, 10. Januar, Leute. Wir können mal überschreiben, ja, ich weiß nicht, sowas hier wie Winewood Souvenirs, ja, das können wir mal überschreiben eigentlich. Weil die anderen, da weiß ich jetzt nicht, ob ich da nicht irgendwelche Sachen noch habe, die ich noch machen will oder sowas alles. Also wir haben ja wirklich noch einiges zu tun jetzt, ja. Ich habe es ja beim letzten Mal ausführlich ausgeführt, was ich noch alles machen will. Auch Story-End-mäßig, das möchte ich noch mit als erstes machen, weil das ja noch irgendwie storymäßig relevant ist und danach können wir den ganzen Blödsinn machen. Aber erst einmal jetzt in diesem Bad, ich mache mir keinen Stress jetzt erstmal. Ich fahre noch ein bisschen mit meinem Alpha rum, jetzt fahren wir mal da zurück zur Garage, gucken mal nach den restlichen neuen Autos, da gibt es ja noch einige. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern, bis wir da fertig sind, um sie alle anzugucken in Ruhe. So, und es regnet immer noch, Tatsache. Das Auto sieht jetzt auch aus wie neu, oder? Ne, ist immer noch kaputt. Na super, hätten sie mal schön reparieren können. Das ist schon ziemlich erschlitten, oder? Das ist schon ein ziemlich langes Ding, du. Leute, Leute, Leute. Ziemlich protzig, das Teil. So, leider wird ja die Garage nicht auf dem Schnellding angezeigt, auf dem neuen Inventar, auf dem neuen Select-Kurzmenü, Charaktermenü. Ja,
Insofern müssen wir das so auf der Karte festlegen und dann hinrasen. So, da wären wir auch schon. Die Garage ist ja Gott sei Dank sehr nah gelegen am Häuschen. Und dann schauen wir mal, was wir da sonst noch haben. Also der Alpha jedenfalls ist neu. Ich weiß nicht, wie lange der schon drin ist, wahrscheinlich schon was länger. Und der gefällt mir auf jeden Fall schon ziemlich gut, muss ich sagen. Schickes Auto, macht Spaß zu fahren. Ziemlich protzig, aber gut. Schadet ja nichts. So, den hatten wir jetzt zuletzt. Die anderen hatten wir angeschaut. Den Roosevelt wollte ich auch noch irgendwann tunen. Ansonsten haben wir jetzt hier Jester oder Jester. Ja, ich würde sagen Jester, wie spricht man es aus? Mal schauen, was das süße Teil kann. Kenne ich wahrscheinlich auch noch gar nicht. Tatsache, kommt mir gerade komplett neu vor. Noch nie gesehen. Ich habe tatsächlich echt einiges verpasst. Ein Jester. Ja, noch ein Supersportwagen oder was ist das, ha? Auch hinten schön den Motor. Sieht man gut. Sieht toll aus. Ich müsste jetzt raten, woran das angelehnt ist. Ich könnte es euch nicht sagen, ganz ehrlich. Von hinten würde ich fast sagen, erinnert so ein bisschen an den McLaren MP4. So ein bisschen, aber von vorne, weiß nicht. Müsst ihr mir mal sagen, was für eine Mischung das ist. Die meisten Autos hier im Spiel sind ja eine Mischung aus mehreren verschiedenen Modellen, so verschiedener Hersteller zum Beispiel. So, ich würde gerne einmal zu Los Santos Customs und das süße Ding hier unter den Tunehammer schmeißen. Fühlt sich jetzt so spontan noch nicht so richtig schnell an, also wie so ein super Sportwagen oder so, wenn man mal so mit den ganz schnellen Wagen vergleicht, aber geht schon gut ab. Ich würde sagen, ist so ein mittelteurer Sportwagen. Oder vielleicht so ein von hinten vielleicht auch so ein, ist das ein Aston Martin, 177 oder so von den Lampen her, aber ich weiß nicht, ich könnte es euch nicht sagen, woran es angelehnt ist. Müsst ihr mir mal sagen dann. Dinka Jester. Aber sieht geil aus. Vor allem vorne, die Lampen gefallen mir gut. So, wir haben ja das Geld. Ihr wisst das ja. Deswegen packen wir schön wieder alles rein hier. Oh, da haben wir aber viele Stoßstangen hier. Pass auf. Also, lol. Was kommt denn hier jetzt alles zum Vorschein? Achso, hinten der auch noch. Ja, okay. Also, drei Stück. Was haben wir hier? Carbon, Splitter und Karnats. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ja, das ist ja ganz schick sowas, aber ich finde das ohne am schönsten. Ich finde es ohne am schönsten. Und hinten? Ja, hinten würde ich sogar sowas dran machen wieder, aber vorne, finde ich, sieht es komisch aus. Auch hier muss ich wieder sagen, da finde ich den serienmäßigen mit den Ecken eigentlich viel geiler. So, jetzt mache ich hier wieder meine Lieblingssuppe rein, meine neue. Xenon-Scheinwerfer sowieso immer. Ja, und dann kommt wieder die Qual der Wahl. Oh, es gibt jetzt einen Perleffekt anscheinend. Der ist mir neu. Perleffekt mit... Ah, Junge, Junge, Junge. Ist das neu oder habe ich das vorher nie gesehen, du? Gibt jetzt also, wenn man Metallic-Lack nimmt, kann man so eine bestimmte Farbe da reinmischen. Sieht man dann so leicht schimmern. Zum Beispiel ein Ultrablau. Das ist ja nice. Also so ein Weiß mit so einem Ultrablau-Schimmer. Ist mal ganz was Neues. Hatte ich noch gar nicht, aber das ist cool. Überrollkäfig. Ah, Tatsache. Rennmodus. Ja, Rennmodus klingt gut. Gerne. Dann macht er hinten Lamellen hin und dann sieht man den Motor nicht mehr. Nein, weiß nicht. Also ich finde das schön, wenn man den Motor sehen kann. Hinten einen schönen fetten Spoiler drauf. Ja, der hat so ein bisschen was vom... Also wenn man jetzt das dicke Teil drauf macht hier, dann hat der echt was vom Elegy. Ist auch so ein Tuner. Na, da ist dann auch so ein... Ja... Aber die Felgen finde ich schon sehr geil. Also da möchte ich eigentlich gar nichts ändern. Ja, nee, da möchte ich gar nichts ändern. Die finde ich nice.
Ja gut, dann war es das auch schon. Also jetzt haben wir mal was Neues, nämlich Metallic Lack mit Perleffekt in irgendeinem Blau. Das heißt, der ist jetzt, ja, man sieht es, der ist jetzt weiß und hat aber so einen blauen Schimmer. Sieht ziemlich tiefer gelegt aus, es sieht nicht gesund aus da, der Abstand. Da ist nicht mehr viel Platz, ne? Kannst vielleicht noch einen kleinen Finger zwischenstecken. Also von vorne sieht der wirklich richtig böse aus, muss ich sagen. Von hinten finde ich ihn so ein bisschen wie der LG halt. Aber geile neue Wagen haben sie drin auf jeden Fall. Der Alpha, geile Wagen. Richtig cool. Naja gut, mit dem Tuning gehen die Autos dann alle ab, ne? Wenn du erstmal Turbo und alles drin hast, dann sind die alle schnell. Deswegen ist das nicht verwunderlich, dass der sich gerade sehr schnell anfühlt. Aber ich glaube, das ist wirklich bei allen Wagen so, wenn die erstmal getuned sind. Es ist immer so schwer, wenn man hupt, da muss man ja den linken Analogstick runterdrücken. Und damit lenkt man aber ja auch. Und dann lenkt man, ist das Lenken sehr schwer, wenn man gleichzeitig hupt. Woo! Okay, ja, also, geiles Teil. Macht was her, sieht von hinten und von vorne geil aus. Aber richtig geil, von vorne vor allem, gefällt mir richtig gut. Aber ich kann euch noch nicht sagen, woran der angelehnt ist. Müsst ihr mir da mal sagen in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Ist auf jeden Fall ein geiles Teil. Und ihr könnt mir auch mal schreiben, wie ihr den Alpha findet, so generell. Wenn ihr den schon kanntet vorher sowieso. Aber auch wenn ihr den jetzt bei mir zum ersten Mal gesehen habt. Den Alpha, der ja so ein bisschen dicker ist. Ein bisschen Limousine mit Sportwagen dabei. Ach doch, Leute. Ihr könnt nicht einfach abbiegen. So ein bisschen Limousine mit Sportwagen dabei. Und der ist ja, wirkt ja schon sehr Tuner, Sportwagenmäßig. Aber ein geiler Schlitten. Ein geiler, geiler Schlitten, muss man sagen. Den Drift etwas zu lang genommen. Ich wollte da richtig schön elegant um die Kurve. So wie hier etwa, nur ein bisschen enger. Haha. Also ich könnte auch eigentlich den ganzen Tag nur rumfahren, muss ich sagen. Also mit dem Auto durch die Stadt heizen und die Gegend unsicher machen. Nee, aber den Wagen können wir mal noch eben zur Garage zurückbringen und speichern. Dann können wir uns zumindest noch den nächsten anschauen. Ob wir den dann noch dazu kommen, den zu tunen, weiß ich nicht. Ihr könnt dann natürlich auch gerne mal kommentieren, welchen von den Wagen, die wir jetzt hier so sehen in den Parts, also den Alpha und den hier und so weiter, welchen davon ihr mal länger sehen wollt, dass man mit dem mal eine Spritztour machen, über die Karte zum Beispiel. Also all sowas immer in die Kommentare, Leute. Ihr gestaltet das mit, was wir hier machen, ja? Aber der ist auf jeden Fall ein Monster. Richtig nice. Fühlt sich nicht so mega schnell an, aber sieht geil aus. Einer meiner Lieblingswagen im Spiel, würde ich jetzt sagen. Nicht der geilste, aber einer der geilsten auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt haben wir hier also die beiden schon stehen. Die beiden neuen. Etwas mitgenommen beide, oder der eine zumindest. Der müsste ja jetzt repariert worden sein, hoffe ich mal, oder? Oder immer noch nicht. Doch, der wurde repariert, ja. Und der hoffentlich dann auch bald. Aber der sieht ja schon, boah, sehr süß. So, jetzt den Turismo R. Den hatten wir uns kurz angeschaut. In dem einen Video mit der Umfrage, wo ich gesagt hatte, ist der neu oder ist der nicht neu? Und dann hat sich herausgestellt, also ja, der ist auch neu. Aber den haben wir uns noch nicht so richtig angeschaut. Im Fahrmodus und auch vom Tuning her natürlich noch nicht. Der Turismo R, ich würde es fast vermuten, so vom Aussehen her. Und auch davon, dass den Turismo ja auch so gibt, dass der wahrscheinlich einer der schnellsten jetzt im Spiel sein wird. Ich hatte gelesen irgendwo in den Kommentaren, dass der so ein bisschen an den Ferrari LaFerrari angelehnt sein soll. Der Ferrari LaFerrari, der ja wirklich auch so das neue Hypermodell von Ferrari ist. Also den LaFerrari finde ich geil, aber ich muss sagen, der hier, ja, also von vorne sehr flach futuristisch mäßig. Vor allem mit diesen beiden großen Bögen. Die sind mir fast ein bisschen krass, die Bögen. Ansonsten schick von hinten. Die Lampen gefallen mir nicht so richtig. Aber das ist ein schickes Auto. Ich weiß nur nicht, ob ich ihm optisch eine 10 geben würde. Aber ist auf jeden Fall geil designt. Das muss man ihnen lassen. Das können sie gut bei Rockstar Autos designen. Beziehungsweise sie lassen sich ja inspirieren, aber die dann ins Spiel umsetzen und auch neu kreieren. Das können sie gut. Und was man auch direkt merkt, der hat einen richtig geilen Sound.
Und er ist verdammt schnell. Und das, obwohl wir noch nichts daran getunt haben. Ich glaube, wie gesagt, ich würde vermuten, der ist einer der schnellsten im Spiel. Wenn das mal nicht elegant reingefahren ist. So. Ich würde ja fast sagen, das Tuning machen wir dann beim nächsten Mal, weil da kommen wir nicht mehr zu. Grotti Turismo, ja, Grotti steht ja, glaube ich, für Ferrari, tatsächlich. Gut, dann tunen wir den beim nächsten Mal und machen eine kleine Spritztour, wenn ihr wollt. Vielleicht auch länger, beziehungsweise das kann ich nicht lesen, weil ich jetzt gleich weiter aufnehme. Aber ich würde fast sagen, wir tunen den mal beim nächsten Mal richtig schön auf. Fahren zum Waffenladen, holen uns ein paar Haftbomben und fahren mal ein bisschen durch die Gegend, ja? Machen mal ein bisschen Stress. Wir haben ja keine feste Reihenfolge, danach können wir immer noch die anderen Autos anschauen, können immer noch sonst was machen. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr wieder einschaltet. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Euch einen schönen Tag und bleibt mir treu, euer Wade. Bye, bye.